Hallo YouTube, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Wir haben die Nacht hinter uns gebracht, wir sind jetzt so viel mir ist am siebten Tag des Überlebens in diesem Gebiet. Wir versuchen das Gebiet noch etwas auszukundschaften. Ich sehe da gerade im Chat, ja, Dragon Age, ja, ist ein geiles Spiel, absolut. Kommen danach noch einmal auf das Thema zurück. Multiplayer, ich weiß nicht, ob das wirklich sich im Multiplayer brauchen lässt, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Klein wenig Hunger, klein wenig trinken könnte man noch. Zum Thema Rollenspiele, RPGs und Co. Es wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch das ein oder andere Spiel geben. Ich habe mir... Was sieht mein entzündetes Auge doch hier? Dich nehmen wir mit. Ich mache gerne Rollenspiele. Ich bin ein AD&D-Fan, nicht nur, also nicht die Pen-and-Paper-Version, sagen wir das mal so, nicht nur als Spieler, sondern habe auch einige Zeit den Game Master gemacht. Zwar nicht nach den absolut strikten D&D oder AD&D-Regeln, aber... Wow, also, nee, nee, ist nicht wahr. Ach du. Ach nee, Patsy kommt. Nun gut, Leute, wir haben jetzt genug Zeit. Ach du Schande. Habe auch vielmals den Game Master gemacht dabei. War aber zur Zeit, in der die ersten ein oder zwei Versionen rausgegeben wurden. Ich habe jetzt vor einiger Zeit wieder angefangen, damit zwischendurch mal wieder eine Session zu leiten. Und habe mir jetzt auch so das ein oder andere Spiel rausgesucht, das etwas nach den D&D-Regeln oder AD&D-Regeln, je nachdem, wie man es will, geht. Und wir werden vielleicht entweder im Stream oder auch wieder über ein Let's Play das ein oder andere Spiel mal zumindest anschauen, ob es tauglich ist dafür, reinschauen und mal gepflegtes Rollenspiel machen. Nicht nur jetzt, wie wir es haben bis jetzt, überleben um jeden Preis. Ja. Aber Zukunftsmusik. Jetzt hoffe ich, der Kollege hier hat sich verdünnisiert. Nee, ich bin nicht auf einer Wolfsroute. Nee. Ich bin in einer Wolf- und Bärenroute. Wird ja immer wie besser hier. Also, Thema. Okay, ist eine gute, ein gutes Plätzchen. Man könnte hier bleiben und Bones, du mit deiner Riesenschnauze. Halt doch einfach die Klappe, wenn du das Gebiet nicht genau angeschaut hast. Okay, wir sind mit 30 Kilo schon ordentlich am Limit. Das Holz lassen wir jetzt mal hier. Dann mal noch den Reservenbuchsenöffner.
Das Lampenöl haben wir auch noch dabei. Ja, die Kleider, das Gelumpe lassen wir einfach jetzt mal hier. Was ich gerne, Tannholz, Zedernholz, das wird nützlich sein. Und wir klopfen jetzt die Finken. Ne, zuerst Bär, danach Wölfe? Nö. Keine Lust. Nachbarschaftlichen Terror, ja, okay, genau. Sprechen ist auch nicht unbedingt mein Gebiet. Und hier hinten sollte doch eigentlich die Levelbegrenzung sein. Gut, es ist zum Glück nicht wirklich kalt. Ja, hier hinten ist der Levelübergang. Wir in ein neues Gebiet kommen. Was jetzt aber im Moment nicht wirklich Sinn macht. Was wir aber sicher können, ist noch etwas die Umgebung auskundschaften. Da soll es ja noch mehr geben, als wir bis jetzt entdeckt haben. Da es nicht wirklich kalt ist und ja, wir auch noch Material dabei haben. Notfalls Schlafsack haben wir jetzt natürlich keinen dabei. Ja, ich noch einmal Thema Dragon Age. Ich werde nicht neu beginnen. Ich habe mir das ja noch überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, fürs Let's Play neu zu beginnen. Werde ich nicht. Ich werde dort weiter spielen, wo wir aufgehört haben. Wir sind ja mit unserem Zwerg schon ein ordentliches Stück gekommen und sind, so viel mir ist, jetzt auf der Flucht aus dem Zwergenreich raus. Das Ganze noch einmal zu wiederholen ist, ja, wir haben uns für diesen Char entschieden. Ist nicht wirklich dein Ernstpunkt. Ja, wir haben uns für den Char entschieden und die Aktionen, die schon gelaufen sind, würde ich sagen, bleiben bei. Gehört nun mal einfach zum Rollenspiel auch dazu. Aber wie gesagt, die Aufnahmen, die laufen. Ich nehme auch jetzt auf, dass ich genug Material habe, für euch auf YouTube rauszuhauen. Falls ich wirklich in der nächsten Woche nicht mehr zum Stream komme und dass es nicht eine allzu lange Pause gibt. Ja. Wieso turne ich hier wie eine wild gewordene Hochgebirgsziege im Gebälk rum, wenn ich unten auf der Straße laufen könnte? Fragen über Fragen. Ja. Himmel, habe ich mich verjagt. Das Gebiet, das wir hier sind, ist
Das zweite Gebiet, das, jetzt weiß ich den Namen gerade nicht, das nach dem Miracle Lake, Küstenstraße. Ja, eben die Küstenstraße, ein extremst wolfverseuchtes Gebiet. Also, glaube ich, irgendwie drei Bären habe ich bis jetzt gesehen. Schön an den besten Stellen natürlich. Ja, und sonst einfach Wölfe über Wölfe. Das konkrete Ziel ist im Moment auskundschaften, überleben, durch die Karten durchkommen. Da wir noch immer in der Alpha sind, es hat sich laut den Herstellern Hinterland hat es sich verzögert. Sie hätten die Beta schon die längste Zeit rausbringen wollen. Dem ist jetzt aber nicht so. Wir müssen uns noch ein klein wenig gedulden. Aber in der Beta ist ganz sicher vorgesehen, dass es nachher eben den Story Mode geben wird und nicht mehr nur die einfache Sandbox. Und ja, wir werden ganz sicher auch den Story Mode noch zocken oder zumindest reinschauen. Ob wir dann auf der Sandbox bleiben oder ob wir den Story Mode komplett durchspielen werden, das zeigt sich dann zu gegebener Zeit. Ich hoffe, es reicht dieses Jahr noch raus, dass die Version, die geplant war, also die Beta, noch dieses Jahr erscheinen kann. Und ja, sonst gibt es Abwarten. Und noch einige andere Spiele natürlich. Zocken zwischendurch. Ja, und das bringt mich auch gerade eben zum Thema. Als kleiner Aufruf, Leute, wenn ihr Rollenspiele habt, ich möchte gerne noch das ein oder andere Rollenspiel. Wie gesagt, nicht irgendwie. Es muss nicht das technisch aufwendigste Rollenspiel sein, das es gibt. Kann auch ein älteres Spiel sein. Ich habe auch nicht das Problem, eine Windows 98 Emulation im Hintergrund rauszuhauen und so aufzunehmen. Aber es müssen gute Rollenspiele sein. Heißt jetzt nicht, dass es eine Komplexität hat, dass man sich zuerst durch eine halbe Tonne Bücher durchfuchsen müsst. Wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt mir doch den Namen, je nachdem auch der Publisher oder der Producer, entweder auf Twitter oder unter das Video als Kommentar. Dann kann ich mir die Spiele mal anschauen. Mal schauen, habe ich sie unter anderem schon in Vergangenheit gekauft? Habe ich die Originalversion? Oder kann man sie noch irgendwie kaufen? Kann ich mal irgendwie zum Beispiel reinschauen? Und ja, muss natürlich nicht nur das Setting sein, das ich jetzt gerade spiele, kann auch zukunftsorientiert Steampunk darf alles sein. Kannst du das uralte Lord of the Rings spielen, basierend auf Lotter-Versions von BBC?
Ja, kann ich mir mal anschauen. Ist auf jeden Fall etwas. Sicher, Avanar, werde ich mir auch gleich so aufschreiben. Schauen wir mal an, ob es eben, wie gesagt, also das weiß ich gerade, das habe ich ganz sicher nicht in meiner Bibliothek. Aber ist auch kein Problem. Also ja, DOS-Zeiten, ja, an dem soll es nicht liegen. Ich bin noch vor Windows 3.1.1 groß geworden. Mit DOS kenne ich mich auch noch ein bisschen aus. Da werde ich sicher irgendwas emulieren können. Da, an dem soll es also absolut nicht liegen. 10 Stunden Tageslicht, ja. Wir haben Material im Gepäck 33 Kilo. Wir schleppen auch wieder einmal ein Arsch voll Dinge mit. Das wird hier gelassen. Wieso schleppe ich eigentlich das Zeug hier mit? Okay. Ja, muss man sich mal anschauen. Also, wie gesagt, es gab zu dieser Zeit sehr gute Spiele. Aber kommt natürlich auch drauf an, muss dann auch noch abwägen, können wir das über den Stream spielen oder müssen wir jahrelang Rätsellösungen und je nachdem sogar auch irgendwie Komplettlösungen suchen, was ich eigentlich nicht wirklich möchte. Aber ich schaue es mir mal an. Einen Vorschlag haben wir schon. Wie gesagt, ihr seid natürlich auch gerne dazu aufgerufen, Vorschläge rauszuhauen auf Twitter oder unter dem Video als Kommentar. Dann schaue ich mir das Ganze mal an. Versprechen, dass es in den nächsten 2 Tagen losgeht mit deinem neuen Spiel, kann ich absolut nicht. Ich will euch da nicht irgendwie Versprechen geben. Ich werde dann gerade, ich schaue mir die Spiele mal an und werde nach und nach dann wieder ein neues dazu nehmen. Wie gesagt, wir haben jetzt auch zwei, drei Spiele, die wieder auf Pause gestellt sind, die zu gegebener Zeit dann auch wieder aktiviert werden. Wird sicher auch das ein oder andere Spiel geben, das wir komplett abschließen werden oder nur im Multiplayer spielen werden oder wie dann auch immer. So, wir sind nahe an unserer Base. Hier hoch ginge es ja noch. Ich bin aber so hemmungslos überladen, dass ich den Weg noch nicht gehen möchte. Wird ein Thema der nächsten Folge sein, dass wir uns auf diese Richtung mal durchquälen. Ja. Aber das ist ganz klar, wie gesagt, ich spiele das, was mir Spaß macht. Wenn es euch Spaß macht und ihr zuschauen wollt, gerne, kein Problem. Wenn nicht, ja, dann ist es so. Also, ich werde nicht wütend, wenn mir jemand nicht zuschaut. Ich werde trotz allem spielen. Da habe ich das ja von Anfang an gehalten. Klar, okay, gibt Spiele, die ich sagen muss, okay, die verschieben wir. Oder schauen uns an, ob es irgendein Mod dazu gibt, den es spielbarer machen würde. Aber ist jetzt nicht der Fall, dass sich ein Spiel nur rein nach dem Publikum richten wird.
natürlich. Ich gehe auf eure Wünsche, auf eure Äußerungen und Co. gehe ich ein, das ist ganz sicher. Trotz allem macht mir ein Spiel Spaß, werde ich es trotz allem auch spielen. So, hier hätten wir die Werkbank und hier hätten wir Spinte und ich werde jetzt keinen Umzug machen. Ich werde einfach mal ein Teil hier reinpacken, dass wir sicher in der nächsten Folge dann ein weiterer Schritt durch dieses Gebiet machen können. Ja, Wasser haben wir genug dabei. Mal das ein oder andere Büchschen noch hier lassen. Das können wir mitnehmen. Einmal Lampenöl, das füllen wir dann auch gleich nach. Das Repset und eine Lampe. Sonst ist alles noch. Das könnten wir auch gleich noch hier zum Trocknen hinschmeißen. Gut, jetzt noch die Lampe nachfüllen. So, 9 Stunden Tageslicht, also wir könnten eigentlich gleich noch losgehen. Könnten wir. Aber wie es nun mal so ist, diese Folge ist durch. Herzlichen Dank an YouTube, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, haut mir die Kommentare raus. Gehe gerne darauf ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, auch auf Twitter bin ich zu finden. Der Twitter-Link ist bei Twitch avisiert. Ich werde ihn danach noch in mein YouTube-Profil einfügen. Wird jetzt mit den nächsten Uploads auch passieren, damit ihr mich auch von YouTube direkt finden werdet. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zu einem nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Bones friert sich hemmungslos den Arsch ab. Bis denn dann und tschüss.